Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video, ja, werde ich dir zwei Möglichkeiten zeigen, wie du ja deine Conversion-Rate auf deinen Webseiten verbessern kannst, wenn du ja Video einsetzt. Ja, zur Ausgangssituation, wenn du ein Video einsetzt, hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Video einzubinden. Ja, du kannst es über einen speziellen Video-Hoster machen. Ja, du kannst es über YouTube, Vimeo etc. machen. Die Sache ist einfach die, in dem Moment, wo du etwas kostenfrei hochlädst, dann hast du in der Regel die Situation, dass du diese Embleme hier, die werden halt eben einfach angezeigt. Oder wenn dann ein Video abgespielt wird, dann hast du hier unten die Timeline, ja, wo du im Prinzip vorspulen kannst. Oder die Person, wenn sie sich die Präsentation anschaut, klickt hier auf einen dieser Links und verlässt somit die Seite. Und das ist natürlich negativ, ja, für deine Conversion-Rate. Wenn du etwas verkaufen willst, dann baust du ja deine Präsentation so auf, dass du die Person über gewisse Punkte ja hinwegführst, damit sie dann eine Kaufentscheidung treffen kann oder sich halt im schlechtesten Fall halt gegen das Produkt dann entscheidet. Und da ist es halt einfach wichtig, dass eine Person die Aufmerksamkeit voll und ganz auf das Video hat. Und deswegen funktionieren ja Webinare auch dementsprechend so gut, weil du hast entweder die Möglichkeit, dir das Webinar von Anfang bis Ende anzusehen, ja, und kannst dann deine Entscheidung treffen. Das heißt, du hast dann auch alle Informationen, die wichtig sind, aufgenommen, ja, oder du guckst es dir eben nicht an, ja. Und bei Videos ist es ähnlich. Wenn du, kennst du vielleicht auch von dir selbst, wenn du die Möglichkeit hast, hier Play zu drücken und zu scrollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man die Abkürzung nimmt und dann durchscrollt und dann hinten dann im Prinzip das Angebot zwar sieht, ja, aber dann halt ohne alle Informationen zu kennen, eine Entscheidung trifft. Und dementsprechend wollen wir natürlich möglichst lange den Besucher die Aufmerksamkeit auch bei uns behalten. Und da empfiehlt sich halt, das Video so einzubinden, dass man eben diese ganzen Ablenkungen nicht hat. So, und da gibt es jetzt zum Beispiel spezielle Video-Hoster, die das machen. Allerdings sind die auch mit monatlichen Kosten verbunden. Das ist per se nichts Schlechtes, aber es gibt auch andere Möglichkeiten und die möchte ich dir jetzt in diesem Video einfach zeigen. Und zwar möchte ich dir zwei Möglichkeiten zeigen. Wenn du Bilderall nutzt, dann hast du da die Möglichkeit, dass du keine weiteren Investitionen tätigen musst. Aber es ist nicht die optimale Lösung, sondern es ist halt nur eine Lösung, die ich dir zeigen möchte. Als nächstes würde ich dir dann eben noch eine Lösung zeigen, die ich aktuell im Einsatz habe und mit der ich sehr zufrieden bin. Genau. So, lass uns zunächst mal eine Möglichkeit durchgehen, die dir Bilderall gibt und wie du das Ganze als Video halt einfach darstellen kannst. Und zwar gibt es bei Bilderall die Webinar-Funktion. Ja? Und du kannst hier beim Webinar eben einfach ein Webinar anlegen. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, Webinar bearbeiten, gibst du dann deinen Titel etc. an. Das ist jetzt aber auch gar nicht das Entscheidende, sondern hier bei Inhalt hast du die Möglichkeit, ein Video hochzuladen. Und jetzt habe ich einfach mal hier ein Video hochgeladen und als Datei. Und genau, und das werde ich jetzt in die Webseite einbauen und du wirst sehen, es ist dann eben halt nicht klickbar, wenn du ja die richtigen Einstellungen vornimmst. Und zwar können wir hier auf Planen gehen. Hier habe ich jetzt die Dauer ungefähr der Präsentation angegeben, 40 Minuten und sofort. Ja, das heißt, die Besucher können dann das Webinar jederzeit ansehen, wenn sie auf der Seite halt sind. Genau. So, und dieses Webinar bauen wir jetzt hier anstelle dieses YouTube-Videos ein. Ja, also beim YouTube-Video ist die Situation die, ich gehe hier einfach mal auf Vorschau, kann jetzt hier Play drücken. Ich habe jetzt hier schon die Möglichkeit, in Bilderall die Timeline hier wegzumachen, aber ich habe halt natürlich immer noch diese Ablenkung. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann bin ich natürlich von der Seite runter und das möchte ich halt vermeiden. So, und deswegen bauen wir jetzt hier anstelle des Videos einfach das Webinar ein. Ja, und dann gehen wir hier auf Plus, auf Apps und dann haben wir hier die Rubrik Webinar. So, ich mache einmal Doppelklick und jetzt werde ich gefragt, okay, nach der ID und Secret. Und das finde ich
wenn wir hier draufgehen auf dieses Einbettungszeichen. Das kopiere ich jetzt hier. Dient ja auch nur zu Anschauungszwecken. Werde ich dann auch wieder löschen. Fügen das Ganze hier einfach ein. So, und jetzt haben wir hier das Webinar eingebunden. Und du siehst, es ist quasi als Video. Ich speichere es mal kurz ab. Ja, wir hätten es auch einfach nur in der Vorschau angucken können, aber okay. Gehen wir auf Vorschau. So, und jetzt siehst du hier das Webinar. Und wenn du jetzt Play drückst, dann startet das Webinar und du hast keine Möglichkeit, das Ganze hier ja zu verlassen und bist quasi mehr oder weniger gezwungen, das Webinar komplett bis zum Ende anzuschauen. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das ist nicht meine bevorzugte Möglichkeit aus dem einfachen Grund, wenn du natürlich mit mehreren Videos arbeitest, mehrere Verkaufspräsentationen hast, ja, dann müsstest du halt für jede Präsentation quasi ein Webinar anlegen und das ja, ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur ein oder zwei Präsentationen hast, dann könnte das durchaus eine Möglichkeit sein. Ja, so, jetzt zeige ich dir aber die Möglichkeit, die ich bevorzuge. Dazu lösche ich das Ganze einmal. Und zwar gibt es ein Tool. Das ist ein Video-Editor. Den Link mache ich dir unterhalb in die Textbeschreibung. Und hier hast du einfach die Möglichkeit, ja, quasi deine Videos einzubinden. Du kannst sie hosten auf Vimeo, auf YouTube oder auf dem Hoster deiner Wahl und kannst diese dann einbinden. Ja, das geht relativ einfach, indem du dich einloggst. Dann hast du hier deine Video-URL. Ja, die kannst du dann hier einfügen und dann erscheint das Video hier. Ja, so, und jetzt kannst du verschiedene Bearbeitungen vornehmen. Das heißt, du kannst das Video so konfigurieren, wie es deinen Vorstellungen entspricht. Ich würde dir empfehlen, nutze Vimeo, ja, weil bei YouTube hast du die Problematik, dass diese Buttons hier leider bleiben. Es ist zwar so, dass du, wenn du hier YouTube einbindest, nach dem Play kannst du das zwar ausblenden, aber in dem Moment, wo jemand Pause drückt, ja, oder aufs Video klickt, sind die wieder da. Bei Vimeo ist das hier nicht der Fall. Das heißt, wenn du das Ganze über Vimeo hostest, kannst du im Prinzip, ohne dass du jetzt zusätzliche Kosten hast, das Video hier bearbeiten. Für dieses Tool ist ein einmaliger Betrag zu entrichten, sind $67, glaube ich, einmalig. Und dann hast du im Prinzip aber diesen Video-Player und kannst das Video dann dementsprechend bearbeiten. Also meine Empfehlung hier am besten über Vimeo, ja, einfach das Video hosten und dann geht's los mit der Bearbeitung. Da gehen wir jetzt einfach mal im Schnelldurchgang durch. Ich werde dann an anderer Stelle einfach nochmal hier ein Tutorial zu machen. Das heißt, die Video-URL hier einfügen und dann hast du die Möglichkeit, Interaktionen zum Beispiel hier festzulegen. Du könntest hier jetzt halt verschiedene Sequenzen nehmen. Also könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich wähle für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Videos. Ja, du könntest jetzt hier draufklicken, könntest sagen, okay, ein neues Video dazu. Ja, könntest dann die Frage stellen, zum Beispiel, ja, über 40, ja, dann zum Beispiel das nächste Video nennst du dann ja, unter 40 und dann, wenn man, dann wird es im Video angezeigt und wenn man, bevor das Video startet, wenn man dann über 40 klickt, dann öffnet sich das dahinterlegte Video und bei unter 40 dann halt das andere. Ja, also nur ein Beispiel. Dann hast du die Möglichkeit, eine Lead Capture Form einzubinden. Das heißt, du kannst hier im Video am Anfang, ja, am Ende oder zu irgendeinem Zeitpunkt, den du festlegst, dieses Ganze hier einblenden lassen und kannst dann zum Beispiel hier dein HTML-Code einfügen zu deinem Anbieter. Ja, kannst dort dann ein Formular quasi dir generieren lassen, das Ganze hier einfügen. Du hast die Möglichkeit, ich mach's wieder aus, du hast hier die Möglichkeit, ein ShareGate hinzuzufügen. Ja, auch hier wieder am Anfang, am Ende oder zu einem ausgewählten Zeitpunkt. Das heißt, dann kann man im Prinzip das Video nur aufrufen, wenn man es vorher geteilt hat.
Und natürlich auch ein Call to Action, ja, kannst du hinterlegen, wie du das dann auch möchtest. Aber es ist eigentlich auch selbsterklärend. Ja, soll es dir hier nur zur Veranschaulichung dienen. So, um das, was es ja aber eigentlich geht, ist ja, dass wir das Video so umbauen, dass man nur starten kann und dann läuft das Video im Prinzip durch. So, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt Autoplay, das heißt, in dem Moment, wo der Besucher die Seite lädt, startet das Video. Ja, ich kann auch hier entscheiden, wie oft das passieren soll. Also wenn der Besucher jetzt zum Beispiel zum dritten Mal auf der Seite ist, dann möchte ich die Funktion ausschalten oder nach dem ersten Mal schon, ja, dass er dann im Prinzip die ganz normal das Video auch scrollen kann. Das lasse ich jetzt aber hier aus, ja, sondern einfach nur Autostart on Page. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier auch noch auswählen, wenn ein Besucher zum Beispiel das zweite Mal kommt, dann kann sich das Programm merken, wann hat der Besucher das Video verlassen, zum Beispiel bei Minute 5 und dann würde, wenn er hier Play drückt, das bei Minute 5 dann wieder weiterlaufen. Dazu kann man dann hier dann auch den Text festlegen. So, also hier wollen wir einfach nur Autoplay. So, dann haben wir die Möglichkeit bei Pause. Ja, also wir können sagen, okay, pausiert das Video, wenn die Person die Area verlässt. Das heißt, wenn die Person zum Beispiel nach unten scrollt oder wenn sie im Browser ein anderes Tab öffnet. Ja, auch eine gute Funktion. In dem Moment wird das Video einfach unterbrochen. So kann die Person nicht mithören. Ja, und sagen, okay, ich mache in der Zeit was anderes, sondern der Fokus liegt halt ganz einfach darauf, das Video dann auch tatsächlich anzuschauen, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit, die Informationen sind für mich wichtig oder halt eben nicht. So, und dann kann man hier einfach entscheiden, okay, was soll passieren, wenn das Video vorbei ist? Ich kann auf eine andere Seite verlinken oder so wie jetzt in diesem Fall einfach ein schwarzer Bildschirm. Genau, dann haben wir hier die Möglichkeit Pop-up-Overlay. Das ist einfach, dass wenn jetzt jemand nach unten scrollt, dann scrollt das Video hier oben an der Seite einfach mit. Und egal auf welches, in welchem Abschnitt der Seite sich der Besucher dann quasi aufhält, sieht er eben halt das Video. Dann kann ich das Ganze natürlich auch noch Passwort schützen, wenn ich das will. Ja, so dass halt nur die Person das Video sehen kann, die auch über das Passwort verfügt. So, dann haben wir die Video-Kontrolleinstellungen. Wir haben hier den Middle-Play-Button, kann ich ein- und ausschalten. Das ist dieser Button hier, dieser blaue. Ich kann einschalten, ob die Kontrollanzeige hier unten angezeigt werden soll. Countdown kann ich auswählen, wenn ich das möchte. So, und dann habe ich die Möglichkeit, den Video-Player-Style dementsprechend anzupassen, den Background, die Colors, ja. Und ja, ist eigentlich selbsterklärend. Dann, was ich cool finde, ist auch hier noch diese Geschichte Video Skin. Ja, du kannst hier zum Beispiel MacBook wählen, Whiteboard, Blackboard oder einfach No Skin, wie in unserem Fall. Wenn du MacBook wählst, dann ist das Video automatisch schon in einem MacBook quasi eingebunden. Also auch ziemlich cool, sieht dann cool aus. Und hier kannst du auch noch ein Start-Thumbnail quasi festlegen. Genau, also wie gesagt, wir beschränken uns jetzt aber für unsere Funktion einfach auf das Wesentliche. Wir wollen nur, wenn der Play-Button gedrückt wird, dass das Video losgeht und dass dann eben keine weitere Möglichkeit mehr zur Auswahl besteht. Ja, man kann hier auch dann noch ein eigenes Wasserzeichen einbinden, wenn man sein Video vor Diebstahl quasi schützen will. Genau. Und das Ganze dann halt dementsprechend hier auch noch ja, festlegen, die Einstellungen des Wasserzeichens. Hier können wir bisherige gespeicherte Einstellungen festlegen. So, und das war im Prinzip auch schon alles. So, und wenn wir das Ganze haben, dann können wir uns das hier veröffentlichen. Also wir können es speichern, wir können das dann hier veröffentlichen und wir haben dann die Möglichkeit, hier verschiedene Größen auszuwählen und sogar responsive. Und diesen Code, um den geht es jetzt, den kopieren wir uns. Ja, und den werden wir dann in der Webseite einfach einfügen. Ja, und du siehst auch hier im Vorschau, du hast also auch die Möglichkeit, hier das Ganze natürlich dir anzuschauen. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wenn wir das aufrufen, dann siehst du, das Video startet. Jetzt kann ich hier klicken für Sound. Und genau, und diesen Code hier unterhalb können wir jetzt, also du siehst auch hier, scroll das mit, ja. Den können wir jetzt hier auch nochmal auswählen, responsive. Und wir sagen hier, einfügen. Mach das Ganze zu. So, jetzt haben wir uns den Code kopiert und jetzt wollen wir den natürlich hier einfügen. Dazu benötigen wir
einmal hier den HTML-Code. Doppelklicken hier drauf, markieren uns alles, löschen es raus und fügen den Player-Code ein. Und jetzt haben wir hier unsere Präsentation. So, jetzt können wir das Ganze speichern. So, und wenn wir uns das dann in der Vorschau angucken, dann läuft die Präsentation ab. Wir können hier für den Sound klicken und Präsentation läuft. Wir haben keine Möglichkeit mehr, hier irgendwas anderes anzuklicken. Ja, und das sind im Prinzip die zwei Möglichkeiten, die ich dir an diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Den Link zum Videoplayer mache ich dir unterhalb in die Shownotes, ebenso zu Builderall. Und ja, wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Video. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, teils mit deinem Netzwerk. Würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hinterlässt. Und wie gesagt, wenn du Lust auf eine Zusammenarbeit hast, unterhalb des Videos findest du alle notwendigen Informationen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.